So, da sind wir wieder. Moin, meine Orklinge. Ja, Tag Nummer 2 nach der komischen Behandlung da bei dem Doc. Naja, super, ne? Ja, ich bin auch echt so begeistert. Ist echt so klasse. Naja, mal gucken. Ja, wir sind bald fertig und ich werde jetzt mal kurz speichern. Dass das nicht schon wieder passiert, wenn wir dann gleich fertig sind. Er dann abstürzt. Ja, das muss nicht sein. Definitiv nicht. Ne, also nochmal brauche ich das jetzt nicht. So. Ja, diese Steigung hier, die macht einen echt fertig, ne? Und dabei haben wir schon so einen großen Traktor. Oh, der wirkt gerade sehr klein, ne? Ist ja klar. Wir sind ja auch auf fast maximalem Zoom. Übrigens, ich hatte ja dieses Top 10 Video gemacht mit Sachen, die ich mir ja wünsche für den LS19, was ich der Meinung bin, was drin sein sollte. Ich habe das wirklich gemacht. Ich habe meinen Kontakt bei Astragon in der PR-Abteilung. Habe ich, ich schicke ja dann immer sowieso an die Leute, die mich unterstützen, die Entwickler und sowas. Wo ich halt Spiele bekomme zum Testen. Da schicke ich dann immer die Links der Spiele aus ihrem Hause für deren Daten. Das nutzen die dann immer, ne? Das ist irgendwie, wollen die halt immer haben. Das wollen wir auch gerne. Ne, auf jeden Fall habe ich halt da entsprechend meine Links jetzt aktuell hingeschickt zu einer aktuellen Playlist hier, City Economy, Landwirtschaftssimulator und Transroad USA. Und habe auch einen extra Link halt nochmal mitgeschickt zu diesem Video, also zu diesem Top 10 Video. Und habe halt geschrieben, ja Mensch, wäre cool, wenn er das an die Devs weitergeben würde von Landwirtschaftssimulator. Und jetzt kommt's. Die ganzen Videos, also die Economy, Landwirtschaftssimulator, also die Playlist zu den Spielen und Transroad, gibt er an die entsprechenden Betreuer weiter, die sich halt um dieses Spiel kümmern. Ja. Und das Video mit den Top 10s hat er an die Entwickler weitergegeben. Finde ich geil. Ja, finde ich richtig gut. Ich glaube nicht, dass ich irgendwelches Feedback kriegen werde, aber vielleicht gucken sie es sich auch nicht an. Das kann auch sein, aber zumindest weiß ich, es wurde weitergegeben. Ja, voll gut, ne? Ja, finde ich auch. Vielleicht tut sich dann ja was. Na. Mal gucken. Ich habe auch entsprechend so ein bisschen gefragt, von mir, hey Mensch, ist denn überhaupt ein Teil in Entwicklung oder wisst ihr denn schon, wann irgendwie was bekannt gegeben wird? Da wollte er dann jetzt prüfen, wie weit man schon Informationen rausgeben kann und wollte halt mal so ein bisschen nachhorchen. Bin ich mal gespannt, was wir zurückbekommen. Letztendlich ist ja klar, dass er halt eine gewisse Zeit lang nichts verraten, wobei ich die Geheimniskrämerei da nicht so ganz verstehe. Naja, weil der Markt ist da nicht so umkämpft wie bei anderen Sachen, ne? So wie Call of Duty und so weiter. Hier ist man ja relativ alleine auf freier Flur. Es gibt zwar andere gute Alternativen, aber keine, die sich wirklich durchsetzen. Der Real Farm ist ziemlich gut, hat aber noch etliche Schwächen, wobei jetzt gab es ein großes Update mit vielen Fixes und einigen Ergänzungen und Erweiterungen dazu, ne? Man versucht ja konstant das Spiel zu verbessern und zu erweitern, ne? Damit man halt wirklich auf einen super Stand kommt. Finde ich gut, finde ich richtig, richtig gut. Farm Expert, wie gesagt, wird ja leider nicht mehr gepatcht, was meiner Meinung nach besser ist als der Landwirtschaftssimulator, vom landwirtschaftlichen her. Aber da sind halt die Bugs und die Grafik dann halt, glaube ich, das größte Manko, was die meisten Leute so abschreckt an der Stelle. Und die fehlenden Marken. Ja, das, ich glaube, das ist für die meisten Leute halt abschreckend. Wobei es definitiv lohnenswert ist. Naja. Aber sowas wie Pure Farming ist halt schon echt eine Hausnummer nächstes Jahr, ne? Ja, sowohl grafisch als auch spielerisch. Wobei ich der Meinung bin, es hat keine Landwirtschaft. Aber das hat irgendwie keiner. Also außer dem Landwirtschaftssimulator habe ich jetzt auch kein anderes gesehen oder bisher gespielt, wo es Forstwirtschaft gibt. Ja, weder bei Professional Farmer, noch bei Farm Expert, noch bei Real Farm, noch bei Pure Farming. Was ja jetzt erst noch rauskommt. Und Cattle and Crops ja sowieso, das hat ja mal gar nichts. Das hat ja nur Acker. Ne? Das ist ja nur Acker. Ja.
Gut, es hat auch noch viel Zeugs, ja. Aber eigentlich hat es aktuell sowieso noch nichts. Deshalb, das Spiel ist ja irgendwie nicht wirklich vorhanden. Deshalb muss man da ganz vorsichtig sein. So, das stellen wir hier hin. So wie letztes Mal. Speichern bitte. Ast rein, so. Ja, also das ist so heftig im Moment. Deshalb. Ach stimmt, wir hatten Rasen gemäht gerade, ne? Wir hatten Silageballen gemacht. Das war's. Ich erinnere mich wieder. Ich erinnere mich. Ja, jetzt ist es wieder da. Damit wir unser Viehzeug so entsprechend versorgen können, ja. Stimmt ja. So, müssen wir nur das Mähwerk holen. Ach ja, das war oben, ne? Ja. Das war ja oben. Mal Licht anmachen, genau. Damit wir auch was sehen. Déjà-vu, ne? Ultra-Déjà-vu, ja. Naja, Mauer halt. Basteln wir fleißig. Silageballen. Silage am Arsch, genau. Wunderbärchenhaft. Na komm, los. Hier konnte ich nicht schon drauf, ne? Nee, hier ging's noch nicht. So. Das ist schon mal bereit, genau. So, dann geht's hier weiter. Ah, sehr schön. Aber speichern wieder. Ich muss ja sagen, ich finde ja Windsbach, was wir im Multiplayer spielen, finde ich ja auch mega geil, ne? Also, hätte ich nicht gedacht, dass mir das so viel Spaß macht. Aber die Map ist genau richtig, ja, die ist richtig gut. Gefällt mir. So, dann pressen wir ordentlich. So. Schön so ein Silageklumpen gekackt. Herrlich. Ah ja, jetzt kommt wieder diese geile Animation. Wobei er dann abstürzt, oder was? Echt jetzt? Er ist dabei jetzt wirklich abgekackt? Das nervt hart, das nervt richtig hart. Ja, keine Ahnung, was er hat. Ja gut, ich habe auch bei der einen mehr Probleme, die lässt sich nicht mehr starten seit dem letzten Update. Ja, super. Naja, egal. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Nein, wir sehen uns Montag wieder. In diesem Sinne, bis dahin. Euer Mr. Zocker.